Hallihallo, hier ist Yakuza wieder mit einer neuen Folge Clash Royale. Es geht los und ich glaube, ich trau mich wieder. Ich trau mich wieder. Ich quatsch jetzt nicht so viel. Hoffe ich mal. Damit hat er garantiert nicht gerechnet. Damit war er einfach mal mehrere Truppen auf einmal los. Fast noch ein Riese gesetzt. Aber krass, der Feuerball. Richtig krasser Scheiß. Schnell noch im Inner Range von dem Bogiturm, dass ich dem Bogiturm auch noch ein bisschen was erreiche. Na, passt doch. Ganz gut geklappt. Warum hat er sich jetzt gefreut? Aber egal. Wo man eher was setzt. Das ist schon hardcore. Er hat gerade seine Musketieren gesetzt und kam gleich wieder direkt in die Schnauze von mir. Ja, habe ich jetzt verpeilt. War ich ein bisschen durcheinander. Gehe ich auf 2 oder gehe ich auf 3? Ja, die Zeit ist eh vorbei. Dann kann ich es auch nochmal mit 3 probieren. War souverän, aber ich merke halt wirklich, ich darf da, also tut mir leid, wirklich bei COC kann ich immer quatschen. Aber hier ist halt wirklich so, muss ich mich ein bisschen zurückhalten, sonst kommt man nicht durcheinander. Testspiel, komm hier, Testspiel, komm. Ah, Megamax hatte ich doch gerade schon, oder? Egal. Kommen hier Musketieren rein und dann den Riese im Nachgang. Jetzt weiß ich, er hat nicht so viel, weil er gerade den Sammler gesetzt hat. Und jetzt muss schnell gehen. Ich glaube, ich bin der Meinung, er hatte im Deck noch ein Poison Spell. Nicht den King Tower treffen hier. War ich ein richtiges Problem. Das kommt gut, so konnten... Ah ja, schön, hm, so konnten die gleich wieder verwendet werden. Hm. Am Arsch. Jetzt muss ich erstmal die finden. Müsste sein Hock auch bald wieder kommen. Genau. Ah, scheiße, voll reingesetzt.
Ja, der Poison Spill ist richtig hart. Schnitzel ich die Valkyrie hier noch weg, oder? Ah, der Knall bringt da auch nicht viel. Kann ich wenigstens die Möglichkeit noch nutzen für die Elixierpumpe. Und beide zur gleichen Zeit? Ja. Man muss seine Sachen ja nutzen. Oh, nicht schon wieder ein Poison Spell, Alter. Ah, scheiße mit der Valkyrie. Gehen wir nochmal auf den direkten. Ah, ein Hüttenspammer. Na, dann komm mal. Dann komm mal gerne ran. Den Knall brauche ich, glaube ich, nicht mal bei dir. Jo. Dann wirst du gleich sehen, was du kriegst. Ah, schade, okay. Verstecken sich schön hinterm Riesen. Nicht mit mir. Ich habe noch meinen Riesenkommen jetzt von beiden Seiten. Jetzt ist er so ein bisschen im Zugzwang auf jeden Fall. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten? Ja, egal. Ich investiere in meine Sammler. Der Magier sollte da bei den Kobolden ein bisschen besser laufen. Jetzt ist er erstmal beschäftigt, also... Ah, schade, Valkyrie. Schön meine komplette Hinterhand zerfetzt. Selber schuld gewesen. Wer so viel auf einen Fleck stellt, Pech. Mist. Los. Oh, was hat er denn für Truppen auf einmal am Start? Richtig hart, Junge. Ah, jetzt defendet er zu hart. Ne, 15 Sekunden, das wird nichts mehr. Mist.
Luft, 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 Luft. Also Luft habe ich genug dabei auf jeden Fall. Soll ich eventuell die Pfeile noch wegnehmen? Weil ich relativ wenig von so... anderen Truppen angegriffen werde. Ich probiere es mal mit der Walküre gegen die Pfeile. Ich probiere es einfach mal. Weil es jetzt wirklich relativ selten war, dass ich halt wirklich hier von Lakaien und sowas angegriffen wurde. Gleich mal raushauen hier. Die Kobis sollten ein bisschen schneller sein. Jetzt bin ich nämlich mal der Arsch, der die Valkyrie einfach so setzt. Läuft bei mir ganz gut hier. Dann würde ich mich auf den Bereich konzentrieren. Ich habe die beiden Sammler sogar noch am Start hier. Walküre und Musketieren muss ich mal schauen. Könnte ich mir gut vorstellen. Eine gute Kombo, denke ich mal. Jetzt kommen hier die... Krass, hätte ich mehr erhofft. Ich meine, okay, sind vier davon, sind so gut wie down. Passt, aber hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Wo kommt der Hog Rider? Ich bin der Meinung, da war einer im Deck drin. Den Riese sollte ich defenden können. Allein schon, weil er jetzt garantiert... Ah, ich hätte gedacht, er sitzt nichts hinter. Sagen, sein Tower geht früher down. Komm, knall. Oh. Na, jetzt geht mein Tower down. Okay, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Damit hätte ich null gerechnet. Ja. Oh, hart, hart. Ja, wie gesagt, ihr werdet euch sagen, oh, was soll das, was soll das? Aber wie gesagt, ich wieder ein bisschen was Gold dazu bekommen. Und mein Ziel ist halt wirklich immer dauerhaft schön die Truhen voll zu haben, beziehungsweise immer halt drinnen zu haben. Und dann passt das auch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von mir und... haut mal rein. Könnte sein, dass die nächsten Tage jetzt erstmal nichts kommt, weil ich muss zum Feuerwehrlehrgang nochmal wieder. Schauen wir mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.